Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist schon einige Zeit lang her, dass ich die Miyoko gezeigt habe und dementsprechend kann ich das hier an dieser Stelle gerne mal wieder machen. Miyoko, mein Tier 7 Kreuzer der Japaner und ich bin ja der hier auf dem Weg Richtung Tier 8. Ihr seht, Shift-XP 84.000. Da fehlen dann zwar noch ein bisschen natürlich zum Mugami und zwar sind es noch gut 25.000 und dementsprechend will ich hier mal ein Tagessieg abholen. Ja, und deswegen würde ich sagen, probieren wir es doch zusammen, ob wir hier den Tagessieg schaffen. So, da sind wir jetzt also auch im Gefecht. Sind hier mit unserem 7er in ein Tier-9-Gefecht gekommen. Aber das macht nichts. Das sollte auch alles machbar sein. Und dementsprechend gebe ich da jetzt nun mein Bestes für euch. Hier Karte, zwei Brüder müsste es sein. Ja, genau, zwei Brüder. Und von dem her sollte doch das funktionieren. Man sieht übrigens die Torpedowerfer. Ah, nee, ich komme jetzt leider so nicht so drauf, was ich sehen will. Es sind alle so angeordnet, dass man sich eher sozusagen auf dem Rückweg bzw. als Verteidigung die einsetzen kann, dadurch, dass sie hinten angebracht sind. Also hier an dieser Seite und hier drüben an der gegenüberliegenden. Also von dem her, es sind jetzt keine Angriffstorpedos im klassischen Sinn, sondern wenn ihr abdreht oder wenn ihr beidreht, dann klappen die gut. So, C wird schon eingenommen. Jetzt konzentriere und orientiere ich mich Richtung D, also Richtung Dora. Vorne die zwei Türme der dritte Turm, seht ihr, läuft dann gegenläufig und hinten die anderen auch. Also die hinteren zwei und der vordere dritte, die laufen in eine Richtung und die ersten beiden, die sind eigenständig, so gesehen. Ich wurde schon entdeckt. Wahrscheinlich einer der Scouts, wollte ich gerade sagen. Ich meine natürlich der Zerstörer. Weil ich bin dauerhaft offen, die nicht. Ist natürlich auch für die ganz einfach. Sie sehen ja, dass sie nicht gespottet sind. Beziehungsweise, dass ich gespottet bin. Sehen sie natürlich auch, weil klar. Ich fahre ja mit einem riesengroßen Pott durch die Gegend. Flakfeuer habe ich dabei und hier den Katapultjäger. So, jetzt statt nur noch It's a Trap, ist auch schon ein Beschuss dann dort am Start von der Tirpitz. Ich hoffe mal, dass die gegnerische Miyoko da jetzt gleich beschießbar ist. Man sieht, 16 Kilometer komme ich. Bin hier dauerhaft offen von dem anderen Zerstörer wohl. So, da ist New Orleans. Das dürfte nicht weit genug vorgehalten gewesen sein. Da kommen auch schon die ersten Torpedos. Die Miyoko, die ist hier sehr statisch. Die würde ich jetzt einfach mal beschießen und auch vorschlagen als Ziel für mein Team. Ich denke mal, der wird jetzt ein bisschen beschleunigen. Dementsprechend halte ich jetzt mal hier ein bisschen weiter vor. Ja, da ist noch eine Zitadelle draufgegangen. So. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier der Tirpitz dann nicht so. Weil so ist natürlich einfach, dass die Gegner einen von uns fokussieren und den anderen treffen sie auf jeden Fall schon mit. Und so leicht will ich es ihnen dann doch nicht machen. So. Yoko hat jetzt da schnell weggedreht.
Und jetzt aber mir schön die Seite präsentiert. Leider noch zu hoch geaimt. Ah, jetzt dreh dabei. Aber viel hat er nicht mehr. Ja, weg ist er. Ich werde jetzt hier auch abdrehen. Beziehungsweise werde ich so ein bisschen versuchen, hinter die Insel dazu kommen, dass ich da nicht ganz so im Fokus bin. Gerade die Tirpitz da rechts, die sollte gleich aufgehen, schätze ich mal. Pensacola steht hier hinter der Insel. Aber wenn ich jetzt hier einigermaßen so rumkomme, wie ich mir es vorstelle, könnte ich mal versuchen, den Punkt einzunehmen. Wirklich starke Gegner habe ich jetzt hier gerade nicht, die zumindest auf mich feuern oder schießen. So, und jetzt kann ich mal auf die Hatsuharu mal mich so ein bisschen orientieren. Dementsprechend schießt man da jetzt auch mal drauf. Ah, die ging aber sowas von knapp daneben. So, und nochmal. Ist ja alles nur eine Frage der Zeit, bis man mal trifft. Aber aufgrund dessen, dass ich die jetzt gar nicht so schlimm finde, sage ich mal, und ich hier gerade am Cappen bin, jetzt wurde ich natürlich gedecapped. Werde ich jetzt hier mal ein bisschen wegdrehen. New Orleans, das war ein knapper, enger Schuss. Der war fast zu erwarten, dass da so ein paar in die Wand gehen, aber wenigstens doch noch getroffen. So, das würde ich gerne. Ich hoffe, ich nehme den Punkt hier noch ein. Ja, ging gut auf. Bisschen die Fahrt reduziert gehabt, dass ich den Cap definitiv mitnehme und das hat funktioniert. Weil wenn die Gegner hier so passiv spielen, dann sollen sie, dann nehme ich halt den Punkt ein. Man sieht ja, die fahren ja alle eher weg. Hier, die fahren weg, der fährt weg. Keine Ahnung, wo er hier ist. So, jetzt gehe ich mal aber auf die Tirpitz weiter drauf. Brennt ja immer noch. Also von dem her, die erleidet da einigen Brandschaden. Naja. Jetzt ist er hinter der Insel. Jetzt werde ich wieder beschossen. Von der New Orleans. Die sich da auch immer noch in ihrem Teil da hinten aufhält. Man muss jetzt auch wieder aufpassen, dass ich jetzt nicht zu übermütig werde. Weil der Gegner hat alle bis auf einen. Also es ist hier noch nichts entschieden in keinster Weise. So, jetzt werde ich versuchen. Mal schauen. Jetzt hat er mich vernünftig getroffen. Jetzt schießen wir aber zurück. Ah, leider nicht so stark wie er mich. Ah, dürfte jetzt in die Insel gegangen sein. Jetzt orientiere ich mich mal auf die Tirpitz. 6 Kilometer ist deren Torpedoreichweite. Aber ich schätze mal und hoffe mal, dass es sich einfach auf so stark auf die Pensacola orientiert. Dass ich für sie einfach kein schönes und spannendes Ziel bin. So,
So, der ist weg. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der Zerstörer da noch? Dann müsste er da ja irgendwo im Rauch liegen. Torpedos astern. Ne, die Torpedos, die reichen jetzt nicht für mich aus. Aber der muss jetzt hier irgendwo auftauchen gleich. So, jetzt der Gegner geht hier drüben mal ein bisschen, gibt hier Gas. Also die Gegentaktik zu uns sozusagen. Aber auch da nochmal eins zerstört. Also von dem her, es läuft gerade gut für uns. Plötzlich nicht mehr gespottet. Wo ist jetzt der Zerstörer? Naja, egal. Dann gehen wir halt wieder auf die New Orleans drauf. Auch das kann ich natürlich. Naja. Ah, der war zu weit. Da ist er sehr, sehr langsam hier jetzt gerade. So, jetzt drehen wir mal nach links weg, weil jetzt kommt hier nicht mehr so viel. Ich hoffe mal, dass die Tirpitz bald in Reichweite ist. So, da zwei Treffer landen können. Aber der ist auch schon weg. So, und jetzt sind die Tickets schon fast rum. Sofern der Gegner nicht noch einen da zerstört. Ich hoffe mal, das bin nicht ich. Ist das Game auch schon erledigt? 20 Tickets noch. Aber eine Salve will ich noch losbekommen. Ah, da ist noch einer von uns gefallen. So, und da ist jetzt endlich der Zerstörer, den ich so lange schon gesucht habe. Ja, da habe ich einen gefressen. Aber nun kann ich endlich den ein bisschen widmen. Jetzt haut er wieder ab. Aber zwei Ausfälle hat er. Na, ja, es ist so gut wie rum. Noch zwei, drei Tickets. Ah, schade. Die hätten noch gut gekommen. Die wären wohl noch der Kill gewesen. War eine unspektakuläre Runde. Aber auch solche Runden gibt es einfach mal. Und am Endeffekt ist wichtig, dass man gewinnt. Und das haben wir getan. Und ich habe 1513 Basis-XP bekommen. Also die war dann von dem her, auch wenn es vom Schaden her nicht unglaublich viel war. Aber ich habe wohl doch das eine oder andere richtig gemacht mit meinen Entscheidungen. Und von dem her kann ich sagen, kann ich auch mal mit so einer klassischen entspannten 35.000er Runde leben. Also von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer El Caramba.